Lieber scheidender Landeshauptmann Herbert Sausgruber, sehr geehrte Landtagspräsidentin, hohes Haus, geschätzte Festgäste, ich möchte zu Beginn den Klubobleuten einen Dank aussprechen, dass sie so gewählte Worte gefunden haben, so würdevolle Worte für das Ausscheiden unseres Landeshauptmanns, auch gespickt mit etwas Humor, das kann nicht schaden. Ich freue mich, dass heute so viele den Weg ins Landhaus gefunden haben. Und ich bitte vor allem auch jene um Verständnis, die nicht direkt im Saal Platz gefunden haben. Ich möchte in meiner Antrittsrede heute wesentliche Grundsätze der künftigen Arbeit ansprechen. Die eigentliche Regierungserklärung erfolgt wie vereinbart kommende Woche und wird dann auch diskutiert werden. Zuerst möchte ich den Mitgliedern des Vorarlberger Landtages danken, die mir heute ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ich bin mir der damit übertragenen Verantwortung für unser Land voll und ganz bewusst. Aber erlauben Sie mir zu Beginn noch einige sehr persönliche Worte des Dankes. Ich danke meinen Eltern, die mir auf dem privaten und beruflichen Weg vieles mitgegeben und mich immer unterstützt haben. Sie haben mir die Bedeutung von Werten vermittelt, Werte wie Familien- und Gemeinschaftssinn, Verantwortungsbewusstsein, Fleiß, ein gesundes Urteilsvermögen und die notwendige Bodenhaftung. Ihnen verdanke ich auch die Freude an der Musik und eine tiefe Leidenschaft für das Bergsteigen. Das verantwortungsvolle Amt des Landeshauptmanns erfordert einen sehr hohen Einsatz. Den kann man nur erbringen, wenn man den Rückhalt in der Familie hat. Ein großes Dankeschön an meine Frau und an meine Kinder für ihr Verständnis und für ihre Unterstützung. Mein ganz besonderer Dank und mein Respekt gelten dem scheidenden Landeshauptmann Herbert Sausgruber. Ich danke dir, lieber Herbert, für die intensiven, für die spannenden Jahre der Zusammenarbeit. Ich danke dir für das Vertrauen, das du in mich gesetzt hast. Dein jahrzehntelanges Engagement im Interesse Vorarlbergs und seiner Bevölkerung, deine vorausschauende Finanz- und Energiepolitik, die Unterstützung der Familie, des Ehrenamts, das wurde heute schon erwähnt, aber auch dein klarer Kurs gegenüber Wien, haben Vorarlberg zu einer echten Vorbildregion gemacht. Diesen Weg gilt es grundsätzlich fortzusetzen. Das Vertrauen, das ich heute bekommen habe, das stärkt und verpflichtet. Dieses Votum sehe ich als Auftrag, auch über die Parteigrenzen hinweg, für alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu arbeiten, niemanden auszugrenzen, in der täglichen Arbeit gerecht und fair zu sein. Mir ist dabei auch sehr bewusst, was es heißt, an Ulrich Ilk, an Herbert Kessler, an Martin Wurtscher und Herbert Sausgruber anzuschließen. Meine Damen und Herren hier im Landtag, liebe Gäste, jeder, der in unserer Gesellschaft Verantwortung übernimmt, hat seinen eigenen Stil, entwickelt seine eigene Handschrift. Was die Politik gerade jetzt braucht, ist Vertrauen aufbauen und Bürgernähe leben. Dem fühle ich mich verpflichtet, den Menschen zu dienen, das Wohl der Bevölkerung in den Mittelpunkt zu stellen, das muss unser aller Grundverständnis von Politik sein. Authentisch und ehrlich zu sein, Vertrauen zu den Menschen aufzubauen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Gerade auch als Landeshauptmann muss man aber auch lernfähig bleiben. Man muss den Menschen zuhören können, gute Ideen anderer aufnehmen, sich eine Meinung bilden, aber dann auch Entscheidungen treffen. Wer Verantwortung trägt, muss klare Werte vertreten, braucht auch den Mut zu Reformen. Mir ist es wichtig, den Diskurs zu pflegen und die Zusammenarbeit im Land, aber auch über die Grenzen Vorarlbergs hinaus auszubauen. Kurz gesagt, den Kopf bei der Sache, das Ohr am Volk und den Blick nach vorne. Ich werde daher von Anfang an den direkten Bürgerkontakt pflegen, alle Gemeinden besuchen und mir Zeit nehmen für Gespräche mit den Menschen in unserem Land. Das Regierungsteam wird Regionaltage abhalten. Es zählt der persönliche Kontakt, es zählt das gegenseitige Verständnis, es zählt wie immer das persönliche Gespräch. Eines meiner Ziele lautet mehr Bürgerbeteiligung. Dazu muss man auch bereit sein, da und dort auch neue, moderne Wege zu gehen. Über das Zukunftsbüro des Landes werden in den nächsten Jahren auch neue Formen wie etwa Bürgerräte ausprobiert und organisiert werden. Wir sollten uns bemühen, die Menschen ins Boot zu holen, ihre Meinungen zu wichtigen Zukunftsfragen ernsthaft einzuholen und ihre Vorschläge in die Zukunftsarbeit einfließen zu lassen.
Denn nur gemeinsam werden wir das Haus Vorarlberg solide weiterbauen können. Die nächsten Jahre dienen auch der bewussten Kontaktpflege über Vorarlberg hinaus, um für unsere Interessen des Landes gezielt Verbündete zu suchen. Die Kontakte zu unseren Landsleuten und Führungskräften, vor allem in Wien und Brüssel, sollen verstärkt werden. Die Beziehungen zu unseren Nachbarn im Bodenseeraum, den Alpenländern, im EU-Ausschuss der Regionen und in die anderen Bundesländer ausgebaut werden. Wir müssen die überregionale Kooperation verstärken, in der Europäischen Union als Bodensee und Alpenraum noch stärker gemeinsam auftreten, auch eine gemeinsame Identität entwickeln. Darin liegen, meine Damen und Herren, sehr große Chancen der Zukunft, der langfristigen Entwicklung von Wirtschaft, von Tourismus, von Bildung und darüber hinaus. Ich trete für ein Europa ein, das Gegensätze überwindet, aber gleichzeitig den Ländern und Regionen, wie uns zum Beispiel, mehr Spielraum zur Entfaltung lässt. Ich trete allerdings auch für ein Europa ein, in dem die Politik wesentlich schneller sein muss als die Spekulanten. Täuschen wir uns nicht, und das wird uns auch beeinflussen, Europa muss aktiv daran arbeiten und braucht ganz neue Instrumente, um den großen Herausforderungen gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, mein persönliches Bild einer zukunftsfähigen Gesellschaft von morgen und übermorgen ist das einer starken Verantwortungsgemeinschaft. Eine Verantwortungsgemeinschaft, die uns vor Krisen etwas besser schützt. Eine Gesellschaft, in der nicht Neid, in der nicht Missgunst und Schuldzuweisung die Oberhand gewinnen, sondern eine Gesellschaft mit mehr Eigenverantwortung, mit klarem Leistungswillen, mit hoher sozialer Gesinnung und einer gelebten Gemeinschaft. Vorarlberg soll seinen Menschen auch Heimat sein, ein Platz, wo man sich wohlfühlt, wo man geborgen ist und sich verstanden fühlt. Niemand, meine Damen und Herren, kann heute auch nur einigermaßen verlässlich und treffsicher prognostizieren, wohin Wirtschaft, Wohlstand und Gesellschaft tatsächlich hinsteuern. Die europäischen Verflechtungen und gegenseitigen Abhängigkeiten sind sehr groß. Das gilt auch für unsere Region. Und gerade deswegen, bin ich überzeugt, müssen wir uns rüsten und eigene Entwicklungschancen aufbauen. Wir müssen vor allem auch nach innen Stärke entwickeln. Wir müssen Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbewusstsein als das eigentliche Rückgrat jeder humanen Gesellschaft stärken. Wenn wir das schaffen, dann sind wir auch für veränderte Zeiten oder auch bei etwas Gegenwind besser aufgestellt. Dazu, meine Damen und Herren, zählt auch eine klare Haltung in der Integrationspolitik. Wir bieten Hilfe, wo es um Menschenrechte geht. Wir sagen ein klares Nein zum Missbrauch von Asyl. Und wir fordern den Respekt vor den Werten der österreichischen Verfassung und der demokratischen Ordnung. Niemand bei uns muss seine Herkunft leugnen, aber wer in Vorarlberg auf Dauer leben möchte, muss sich auch anpassen, die deutsche Sprache lernen und sich an der Gemeinschaft aktiv beteiligen. Mit dem von allen Parteien gemeinsam beschlossenen Integrationsleitbild haben wir bei uns im Land eine gute Grundlage für unsere weitere Integrationspolitik geschaffen. Und ich danke daher an dieser Stelle auch ganz bewusst und ausdrücklich jenen, die sich in der Integrationsarbeit auch tagtäglich einbringen. Letztlich ist die Integration auch ohne jede Alternative. Die großen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit verlangen tragfähige Konzepte, auch und ganz besonders in unserem Land. Es geht dabei um die weiteren Wachstumschancen der Wirtschaft. Es geht um Beschäftigung. Es geht um die finanzielle Stabilität, es geht um Klimaschutz und Energie, es geht um die Alterung der Gesellschaft und Bildung, es geht aber auch im Kern um das Halten von sozialen Errungenschaften. Bei all diesen Zukunftsaufgaben gilt für mich ein wesentlicher Grundsatz des Handelns: mutig herangehen, aber auch niemand übersehen. Unsere Chancen für die nächsten Jahre sind nach meiner Beurteilung im Kern sehr intakt. Ich meine sogar wesentlich besser als in vielen anderen Regionen und deutlich besser als im Bund. Unser Haus Vorarlberg ist nämlich auf einem stabilen Fundament und sicheren Finanzen gebaut, ein Verdienst meiner Vorgänger. Das Haus Vorarlberg steht auf keinem Schuldenberg.
Wir in Vorarlberg achten die Hausordnung der Natur. Wir schaffen Freiräume für Kunst, für Kultur und Architektur. Wir bieten allen Generationen, ob jung oder alt, attraktive Lebensräume. Wir achten auf gute Lebensbedingungen im ländlichen Raum und in den Kleingemeinden. Wir stehen zu unserer bäuerlichen Landwirtschaft. Wir schätzen unsere regionalen Sicherheitsstrukturen. Das, meine Damen und Herren, macht Vorarlberg lebenswert. Unser Land verfügt über Industrieunternehmen mit Weltruf. Wir haben eine breite mittelständische Branchenvielfalt, viele Kleinbetriebe, ein innovatives Handwerk, engagierte Tourismusbetriebe und vor allem auch motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das, meine Damen und Herren, schafft Arbeit und schafft Beschäftigung. Das macht Vorarlberg im Kern leistungsfähig. Dennoch, wir müssen uns bewusst sein, auch Vorarlberg ist keine Insel der Seligen und schon gar nicht frei von ganz neuen Herausforderungen. Doch eines ist klar, gemeinsam können oder könnten wir deutlich mehr erreichen. Gemeinsam können wir künftige Aufgaben wesentlich besser bewältigen. Gefordert sind wir alle, ob Land, ob Gemeinden, ob Sozialpartner, ob Unternehmer oder Arbeitnehmer oder auch eine beachtliche Zahl von Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die im Übrigen sehr viel dazu beitragen, dass Vorarlberg eine gute Zukunft haben kann. Unsere Aufgabe wird es sein, dieses ehrenamtliche Engagement, das in weiten Teilen der Bevölkerung vorhanden ist, auf die nächste Generation zu übertragen. Wenn uns das gelingt, auch die jungen Menschen zu begeistern für das Ehrenamt, für das freiwillige Engagement, dann tun wir viel für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Dort sehe ich eine wesentliche Aufgabe in der Weiterentwicklung des Ehrenamtes, das Übertragen auf die nächste Generation. Dort wird sich viel entscheiden. Auch die Parteien hier im Haus bitte ich, nicht nur die Unterschiede zu betonen, sondern vor allem das Gemeinsame für Vorarlberg sichtbar zu machen. Meine Aufgabe sehe ich jedenfalls darin, die Gemeinsamkeiten hervorzukehren, die Zusammenarbeit zu forcieren, aber auch mehr Verantwortung einzufordern. Eine moderne, eine leistungsfähige und lebenswerte Gemeinschaft von morgen, die braucht, davon bin ich zutiefst überzeugt, eine vollkommen neue Kultur der Verantwortung. Die muss entwickelt werden. Mehr Verantwortung für sich selbst, mehr Verantwortung für die Mitmenschen, aber auch Verantwortung für das Gemeinwesen und für nachkommende Generationen. Verantwortung im Umgang mit der Natur und Verantwortung in der Erziehung unserer Kinder. Verantwortung und Gemeinschaft zu stärken, heißt, mit tiefer Überzeugung für einen gesunden und zukunftsweisenden Föderalismus einzutreten. Es heißt, die Partnerschaft mit den Gemeinden zu stärken. Und es heißt, für eine starke Landesidentität zu kämpfen. Aus meiner Haltung dazu habe ich nie ein Geheimnis gemacht, schon gar nicht gegenüber dem Bund. Wir treten in vielen Fragen jederzeit den Beweis an, regional zu besseren, zu bürgerfreundlicheren, ich meine auch mit mehr Innovation, behafteten Lösungen zu kommen und das noch mit überschaubaren Verwaltungskosten. Und zwar deswegen, weil wir unsere Verwaltung im Prinzip schlank halten und weil wir noch stärker auf Gemeindekooperationen aufbauen werden. Meine Damen und Herren, das ist mir wichtig. Wir wollen in unserem Land keinesfalls fremdgesteuert sein. Wir wollen mitreden und selbst entscheiden können, wenn es um zentrale Belange Vorarlbergs und seiner Bürger geht. Wir legen auch in Zukunft Wert auf einen fairen Finanzausgleich zwischen Bund, Länder und Gemeinden. Und täuschen wir uns nicht, die Versuchung seitens des Bundes, Kosten auf Länder und Gemeinden abzuwälzen, die wird groß sein. Jedenfalls sind auf Bundesebene zuerst Sparanstrengungen und nachhaltige Reformschritte gefragt, bevor vorschnell schon wieder an die Einführung neuer Steuern gedacht wird. Eine Verlängerung von Massensteuern, wie auch schon diskutiert, sehe ich als problematisch. Eine Verlängerung der Grundsteuer hingegen würde ich durchaus positiv bewerten. Das gibt uns nämlich im Land die Chance, auch künftig das Eigentum an Grund und Boden zu schützen. Meine Damen und Herren, ganz entscheidend für eine positive Landesentwicklung ist der wirtschafts- und der arbeitsmarktpolitische Rahmen. Die großen Hebel liegen auf europäischer, auf nationaler Ebene. Aber auch im Land werden wir dort,
wo es in unserer Macht steht, weiter Impulse für Arbeit und Wirtschaft setzen. Die Wachstumschancen der kommenden Jahre hängen sehr stark am Exporterfolg unserer Industrieunternehmen, aber auch, und das will ich betonen, an der Fähigkeit zur Produktion hier am Standort Vorarlberg. Wir sollten das nicht aus den Augen verlieren. Der Industrie- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg soll auch in Zukunft ein Produktionsstandort sein. Um diesen Standort zu sichern, brauchen wir in erster Linie qualifizierte Fachkräfte. Wir forcieren die überbetriebliche Forschung. Wir streben nach einer hohen Lehrlingsquote. Wir treiben die rasche Erweiterung der Fachhochschule mit technischen, von der Wirtschaft benötigten Bildungsinhalten und Angeboten voran. Ein attraktiver Produktions- und Wirtschaftsstandort benötigt auch einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die Sicherung von Betriebsflächen, leistbare Energiekosten und ein grundsätzlich investitionsfreundliches Klima. Das, meine Damen und Herren, sind die wesentlichen Leitplanken unserer Wirtschaftspolitik. Mit zusätzlichen Maßnahmen wie Neuausrichtung der Wirtschafts- und Forschungsförderung wollen wir uns auf neue Marktchancen konzentrieren. Der Tourismus im Übrigen erarbeitet eine neue Strategie 2020, die sich vor allem auf die Qualität der Gastlichkeit orientiert. Und vergessen wir eines nicht, ein wichtiges Rückgrat unserer Wirtschaft bilden die vielen kleinen und mittleren Betriebe im Handwerk, im Gewerbe, in Tourismus und Gastronomie, vielfach in Familienhand. In den Jahren der Krise war dies deutlich spürbar. Wir haben die Krise nicht zuletzt auch dank unserer kleinräumigen Wirtschaftsstruktur ganz gut überstehen können. Für die kleinen und mittleren Betriebe im Land sind gute Standortbedingungen ganz entscheidend. Es ist Aufgabe der Landespolitik, gemeinsam mit Sozialpartnern und den Gemeinden für bestmögliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Meine Damen und Herren, vom dänischen Philosophen Kierkegaard stammt der Satz: Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen rückwärts. Wir sind dem Erbe vorangegangener Generationen verpflichtet. Noch mehr verpflichtet sind wir aber den Lebenschancen kommender Generationen. Klimaschutz und Energie sind daher intensive Arbeitsschwerpunkte. Dabei gelten für unsere Energiepolitik im Wesentlichen drei Maßstäbe. Energie muss erstens verfügbar sein, sie muss zweitens auch leistbar sein und drittens sie muss erneuerbar sein. Vorarlberg hat im Übrigen auch gemeinsam mit der Energieautonomie 2050 ein klares, ein ehrgeiziges und gemeinsames Ziel formuliert und ein Maßnahmenpaket bis 2020 festgelegt. Jetzt geht es um die schrittweise Umsetzung. Wenn wir das Ziel der Energieautonomie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen und mit gemeinsamer Kraft verfolgen, dann können wir es schaffen, an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Wir können eine Region schaffen, die ihre Verantwortung gegenüber ihren Nachkommen wirklich wahrnimmt und ganz neue Lebens- und Jobchancen schafft. Gerade im Bereich der Energiepolitik hat Vorarlberg gute Chancen. Ich meine, wir sollten sie nützen, und zwar jetzt. Aber eines ist auch klar, unsere wichtigste Ressource ist der Mensch. Die Gesellschaft für die Veränderungen der Zukunft zu rüsten, heißt einen sichtbaren Schwerpunkt für Familien, für Kinder und für Jugendliche zu setzen. Wir wollen keinen Jugendlichen zurücklassen. Ich sage noch mehr, wir dürfen auf keinen Jugendlichen verzichten. Wir können es uns als Gesellschaft schlicht und einfach nicht leisten, auf unseren Nachwuchs zu verzichten. Jede Einzelne, der oder die auf der Strecke bleibt, ist einer oder eine zu viel. Wir werden daher weiter in Beschäftigungsprojekte für benachteiligte Jugendliche investieren. Denn junge Leute ohne Job, die werden mutlos, die werden krank, sie drohen abzugleiten. Dort müssen wir zur Stelle sein und weiter unsere Hilfe anbieten. Durch eine intensive Zusammenarbeit von Land, Gemeinden, Arbeitsmarktservice und Betriebe. Der zentrale Schlüssel zur Zukunft unserer Kinder sind Bildung, Ausbildung und Beschäftigung. Die Kernaufgaben eines modernen Schul- und Bildungssystems, wie wir es verstehen, sind einmal eine kindgerechte Volksschule. Wir verstehen unter einer modernen Bildungspolitik das Fördern von Talenten und Spitzenleistungen, die Fähigkeit, Begeisterung bei unserem Nachwuchs zu wecken,
Wir müssen aber auch Schwächere und Benachteiligte mitnehmen und mehr an Chancengleichheit und mehr an Chancengerechtigkeit herstellen. Kein Abschluss ohne passender Anschluss muss unsere Devise lauten. Und im Übrigen eine persönliche Bemerkung: Wir sollten in der Bildungspolitik auch echte Herzensbildung betreiben. Wir werden deswegen in Vorarlberg auch ein neues Projekt starten. In der 7. Schulstufe als Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler, um bei Bedarf rechtzeitig die Hilfe anzubieten für die weitere Berufs- und Bildungslaufbahn. Ein Kinder- und Jugendschwerpunkt in der Arbeit der nächsten Jahre heißt auch, sich für den Lebensschutz stark zu machen, die Familienförderung weiterhin hochzuhalten, die Frühpädagogik zu stärken, die Kinder- und Schülerbetreuung auszubauen, Ganztagsangebote schaffen und die Vorarlberger Mittelschule intensiv weiterentwickeln. Dabei geht es uns auch darum, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern. Meine Damen und Herren, ein Kind gewinnt Sprachkompetenz in der Familie. Ein Kind lernt spielen, lernt streiten, lernt teilen, lernt ein Urvertrauen in der Familie oder eben nicht. Deswegen gehören Kinder und Jugendliche, deren Ausbildungs- und Berufschancen die Familien insgesamt nach meinem Empfinden niemals an den Rand, sondern ganz ins Zentrum der Politik. Wer die Zukunft Vorarlbergs absichern will, der muss Kindern und Jugendlichen Chancen und Schutz bieten, gegen Kindesmissbrauch und Gewalt entschieden auftreten und die Prävention verstärken. Gewalt und Missbrauch rauben einem Kind das Wichtigste, nämlich seine Kindheit. Ein neues Kompetenzzentrum für Kinderschutz wird in diesen Fragen eine wertvolle Arbeit leisten. Den inneren Wert einer Gesellschaft, den kann man auch ganz gut daran erkennen, wie sie mit den sozial schwächeren, erkrankten Menschen mit Behinderungen oder auch mit der älteren Generation insgesamt umgeht. Vorarlberg ist ein Land mit einer starken sozialen Gesinnung, einer spürbar gelebten Solidarität. Wir bieten ein Netz an gut entwickelten, professionellen Hilfestellungen für Betroffene. Wir können aber auch auf eine hohe Familienleistung und ein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement zählen. Das empfinde ich als besonders wertvoll. Wir schauen aufeinander in Vorarlberg. Und deswegen sollten wir uns die nächsten Jahre besonders anstrengen, wichtige soziale Errungenschaften zu erhalten und weiterzuentwickeln. Da wird es auch notwendig sein, den Einsatz der finanziellen Mittel von Land und Gemeinden noch besser zu steuern, um in wirklichen Notlagen auch in Zukunft tatsächlich helfen zu können. Das braucht eine enge Zusammenarbeit, Land, Gemeinden, Sozialeinrichtungen, freie Wohlfahrtsträger in der Pflege, in der Mindestsicherung, in der Jugendwohlfahrt, in der Drogenhilfe, in der Integrationshilfe, in der Prävention. Wir stellen uns den Aufgaben der Zeit. Gerade im Pflegebereich gehen wir neue Wege, um bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Der weitere Ausbau des ambulanten und stationären Pflegenetzes soll auf Basis einer neuen regionalen Bedarfsplanung noch zielgerichteter werden. Unser Land verfügt über eine moderne, eine flächendeckende Gesundheits- und Spitalsversorgung, ein dichtes Netz an niedergelassenen Ärzten und vielen Gesundheitsdiensten, wohnortnah und patientengerecht. Wir investieren weiter kräftig an den Spitalstandorten und wollen auch in Zukunft ein Vorreiter in Vorsorge und Prävention sein. Und noch etwas ist es, was Vorarlberg auszeichnet: eine ausgeprägte Palliativkultur, eine wertvolle Hospizarbeit und ein Nein zur Sterbehilfe in der Landesverfassung. Im Spitalswesen sind wir sehr gefordert. Die Auswirkungen des europaweiten Fachkräftemangels, verbunden mit einer ausgeprägten Konkurrenzsituation in der Region, erfordern all unsere Anstrengungen. In einer weiteren Etappe der Spitalsplanung sowie der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, jede Generation hat ihre Herausforderungen. Ich bin bereit, mich als Landeshauptmann von Vorarlberg in den Dienst des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Ich bin bereit, voranzugehen, Kontinuität zu gewährleisten, aber auch neue Herausforderungen mutig und offensiv anzugehen. Ich lade alle Landsleute ein, und damit meine ich alle Kräfte in Vorarlberg, denen unser Land am Herzen liegt, kräftig mit anzupacken
Verantwortung zu übernehmen, sich aktiv einzubringen, damit unsere Heimat eine gute Zukunft hat. Vorarlberg hat wie kaum ein Land ausgezeichnete Chancen, seinen Platz unter den führenden Regionen Europas zu halten. Dort gehören wir in Wahrheit auch hin. Dem Land Vorarlberg dienen, seinen Menschen verpflichtet. Mit ganzer Kraft werde ich gemeinsam mit meinem Regierungsteam dafür arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.